Grüß euch, herzlich willkommen. Ja, es ist endlich mal wieder Zeit für ein wolliges Geplauder. Hier ist die Jenny aus dem schönen Allgäu und ich erzähle euch ein bisschen was, was ich gestrickt und gewerkelt habe und auch ein bisschen was von meinem Urlaub in Albanien. Viel Spaß dabei. Ja, und ja, normalerweise kommt bei den anderen jetzt immer so ein schöner Einspieler. Sowas habe ich leider nicht, da muss ich mal dran basteln, weil ich finde das schon immer sehr schick. Aber ich bin jetzt ja nicht so der Technikfreak, deswegen gibt es bei mir zwar immer so ein bisschen ein Intro in Worten, aber es fehlt dann eben der Einspieler. Gut, das habe ich mir jetzt eben gerade gedacht, das wäre mal irgendwo was. Aber ja gut, fangen wir einfach so an. Ja, es ist eine ganze Zeit vergangen. Das lag einmal daran natürlich, dass ich im Urlaub war, in den Ferien noch. Und dann geht es bei mir immer einfach furchtbar rasant los in der Schule und ich weiß gar nicht, wo mir der Kopf steht, bis da alles läuft und irgendwie, ja, wieder so ein bisschen die gewohnten Bahnen einnimmt und deswegen bin ich ja nicht dazu gekommen, einen Podcast aufzunehmen. Ich habe auch nicht so viel gestrickt, muss ich auch gleich gestehen. Es gibt kaum fertige Projekte, es gibt einige WIPs, wo ich ein bisschen dran gearbeitet habe, aber meine Strickzeit war relativ eingegrenzt und es hätte sich wahrscheinlich auch nicht gelohnt, vor 2, 3 Wochen ein Video aufzunehmen. Wo ich allerdings ein bisschen drauf stolz bin, ich habe euch ja meine Herbstpläne mal gezeigt, das war das vorletzte Video, und da bin ich tatsächlich relativ gut da dran geblieben bis jetzt. Ich habe nur einen Ausrutscher bis jetzt, wo ich was gestrickt habe oder was angefangen habe, was nicht auf dieser Liste ist. Das kommt dann ganz am Schluss. Gut, so, dann fangen wir doch an mit den fertigen Projekten. Und ein fertiges Projekt seht ihr schon, das ist... ja, das ist jetzt eigentlich ein Slipover, aber eigentlich ist das das Sabaitop. Das ist jetzt ein bisschen blöd zum Zeigen. Also es ist hier, hat hier so eine Rechts-Links-Struktur. Ich habe die Variante gestrickt oben mit dem Rechts-Links-Halsausschnitt. Und ansonsten ist es glatt rechts hier unten. Ich gebe es einfach mal so ein bisschen hoch. Auch ein Rechts-Links-Abschnitt und dann wird zwei Reihen, glaube ich, oder ein paar Reihen rechts gestrickt, sodass das wie so ein kleines Rollbündchen unten noch anhängt. Ich glaube, es gibt zwei Varianten von diesem Top. Einmal eben mit dieser Rechts-Links-Variante, mit diesem Rippen-Variante oben und unten und einmal ohne und ich habe das eben jetzt mitgestrickt. Und eigentlich ist das ein Sommertop. Also so war es von mir auch geplant, so das letzte Sommertop des Jahres. Und ja, es war wirklich immer schön warm bei uns und ich habe die letzten Maschen abgekettet und dann wurde es kalt. Ja, und jetzt hat es mich so ein bisschen geärgert, aber ich habe mir jetzt gerade eben gedacht, als ich das so hergerichtet habe, ich habe heute noch die letzten Fäden vernäht, weil ich habe es dann echt total grantig in die Ecke gepfeffert, weil ich mir gedacht habe, ja super, jetzt ist es fertig und jetzt ja, ist nicht mehr die Zeit, das anzuziehen. Aber heute habe ich mir gedacht, für den Strick-Podcast ist blöd, wenn die Fäden dann dranhängen. Das mache ich noch schnell. Und dann habe ich mir gedacht, ah, vielleicht mit so einer Bluse drunter könnte man das auch so als Art Polunder, also als Slipover anziehen. Und ich finde, das geht schon. Also es ist nicht optimal, weil oben ein Slipover ist ein bisschen weiter geschlossen. Und ich habe die Ärmel, die sind eigentlich weiter. Ich habe sie ein kleines Stückchen zugenäht, weil als Top war mir das dann doch zu offenherzig. Weil da muss ja irgendwo an der Seite nicht der halbe BH oder Busen rausgucken. Also ich... Deswegen, ja, als Slipover hätte es dann diese größere Öffnung schon ganz gut gebraucht. Aber es geht wirklich auch so. Die Bluse ist jetzt nicht so weit geschnitten. Und ich denke, dass ich das tatsächlich im Winter dann auch mal so tragen werde oder jetzt gerade für die Übergangszeit. Ja, von wem ist die Anleitung? Die Anleitung ist von Paula M. oder Paula Strickt, so nennt sie sich. Und wurde in diesem Sommer, glaube ich, rauf und runter gestrickt. Das Garn ist die Sandnes-Line. Das ist die hier mit der schönen Farbnummer 6061, also in diesem Jeansblau. Ich habe 4 Knäuel komplett gebraucht und vom 5. Knäuel ist noch so viel übrig. Also schätzungsweise habe ich so 220 Gramm verstrickt. Ja, und die trägt sich sehr angenehm. Die hat einen Anteil, ihr kennt sie sicher, gibt auch die Variante von Drops. Da heißt sie dann Drops Bell, genau. Und hier heißt es 53% Baumwolle, 33% Viskose und 14% Leinen. Ja, also als Sommergarn auf jeden Fall zu empfehlen. Und da es jetzt ein bisschen dicker ist, kann man das jetzt auch hier noch ganz gut so anziehen. Vielleicht würde ich es auch mal im Winter einfach anziehen mit einem Cardigan drüber. Das weiß ich noch. Ich bin nicht so der Blazer-Typ. Ich habe einen einzigen Blazer, den ziehe ich immer an für formelle Termine wie Elternabende oder wenn irgendwas ansteht. Ansonsten bin ich, ja...
bin einfach nicht so der Blazer-Mensch. Wobei es, manche Leute sagen, ja, der steht mir gut, aber ja, gut, ist einfach nicht so mein Ding. So, das zweite Projekt, das fertig geworden ist, ist ein ganz kleines Projekt und das ist im Urlaub fertig geworden. Und zwar sind das diese hübschen Sneakersocken. Das ist die erste und das ist die zweite. Ich kann euch leider nicht mehr sagen, was das für ein Garn ist. Ich weiß, das ist ein Garn, ein Sockengarn mit Baumwolle. Ich weiß, dass ich die vor 2, 3, 4 Jahren gekauft habe irgendwo und habe dann irgendwann angefangen, den ersten Socken zu stricken. Wohl aus dieses Jahr, glaube ich. Aber ich habe die Banderole verloren und deswegen weiß ich nicht mehr, wie sie heißt. Es tut mir leid. Es sind eigentlich ziemlich schlichte Socken. Ich habe nur hier hinten verkürzte Reihen eingestrickt. Vielleicht könnt ihr das erkennen. Ja, da ist dann so ein Keil und das kommt dann hinten an der Ferse ein bisschen höher. Wenn man es so hinhält, dann sieht man das und dadurch tragen die sich wirklich ganz hervorragend. Es war kein großes Ding, es gibt auch keine Anleitung dazu. Das habe ich mir selber mal so ausgedacht, weil ich ja schon mehrere so Baumwollsocken gestrickt habe aus Baumwollsockengarn und die unglaublich gerne mag im Sommer. Aber mich nervt es oft, dass die halt hinten über die Ferse rutschen. Und da habe ich mir eben gedacht, einfach so verkürzte Reihen, ich glaube 6 oder 8 zusätzliche Reihen sind das. Und dadurch habe ich eben hier ein bisschen einen höheren Spann. Nee, der Spann ist vorne. Eine höhere Fersenwand hinten. Gut. Ja, und wie immer achte ich darauf, dass die Socken gleich sind. Ich mache das immer folgendermaßen, dass ich, bevor ich anfange zu stricken, teile ich mein Garn in der Mitte. Also ich wickel das Knäuel ab und bei 50 Gramm gucke ich ungefähr, wo ist genau der gleiche Farbverlauf wie am Anfang. Und dann habe ich 2 50 Gramm Knäuel. Oder, ja, es geht nicht immer ganz auf, manchmal ist es eine 45 und eine andere 55, aber so ungefähr habe ich 2 Knäuel, die identisch sind und da kann man dann prima die Socken identisch auch stricken, weil man einfach ja immer so an der gleichen Stelle anfängt und das funktioniert dann meistens ganz gut. Hier hat es nicht ganz hundertprozentig hingehaut, ihr seht, hier ist die Spitze ein bisschen mit mehr Braun durchsetzt und hier nur ein ganz kleines bisschen. Also irgendwo habe ich hier mal vielleicht eine Reihe mehr drinnen und dann macht es dann bei der Spitze schon so viel aus. Aber das stört mich dann nicht, also so penibel bin ich dann auch nicht, aber so im Großen und Ganzen passen sie sehr schön und gefallen mir auch gut. Sie sind auch schon getragen worden und einmal gewaschen. Ja. Also das ist auch fertig geworden und das ist auch, sind auch die zwei einzigen Sachen, die tatsächlich fertig sind. Also dieses Sabaltop. Und die Socken. Aber ich habe einen Teil, das ist fast fertig geworden. Und ich habe jetzt ewig hin und her überlegt, ob ich das vielleicht heute Abend fertig stricke und morgen dann komplett fertig zeige. Aber erstens weiß ich nicht, ob ich das an einem Abend noch fertig bekomme. Und zweitens weiß ich nicht, ob ich morgen die Zeit habe aufzunehmen. Deswegen habe ich mich jetzt entschieden, ich nehme jetzt auf. Ich bin gerade allein zu Hause. Der Herr des Hauses ist Kartenspielen, also Schafkopfen gegangen. Schafkopfen ist ein Kartenspiel, das bei uns hier im Süden sehr beliebt ist. Ich glaube, im Norden spielt man eher Skat oder irgendwas anderes. Und da ist der ganz leidenschaftlich dabei. Und ich habe dann immer, wenn eine Schafkopfrunde zusammengeht, einen freien Abend, was auch nicht schlecht ist. Gut, ja. Und ja, das Teil, das jetzt fertig geworden ist, hängt ja schon. Und ja, ich ziehe es mal hier so ran. Ich bin so ein bisschen am Überlegen, wie ich es euch am besten zeige. Ich glaube, ich mache jetzt einfach mal einen Stopp und dann filme ich das Ganze und schneide dann einfach die Teile zusammen, weil ja, ich glaube, das einfach geschickter ist, wenn ich das euch dann am Bügel an der Wand hängen zeige, als wenn ich das jetzt hier irgendwo umeinander wuchte. So, das ist also das Streifenkleid, dass ich mir irgendwie so ein bisschen selber überlegt habe. Also ich habe, die Kutu Wakika hat so ein Streifenkleid gestrickt, allerdings nicht mit Raglan, sondern so mit überhängenden Schultern und ich wollte aber gerne eines mit Raglanärmeln nehmen. Deswegen habe ich mir eine Anleitung von Tropps so ein bisschen abgeändert, angepasst und habe dann hier einen Raglan-Verlauf gestrickt. Ich habe alle 8 Reihen die Farben gewechselt. Oben habe ich angeschlagen mit einem rechts verschränkt und links Bündchen
Und die Ärmel sind so 2/3 Ärmel. Hier das gleiche. Rechts verschränkt, eins Linksbündchen, italienisch abgekettet. Das ist hier so ein bisschen eng. Da muss ich gucken, ob das passt oder ob ich es nochmal auftrennen muss. Ansonsten habe ich es einfach gestrickt wie ein Pullover dann. Ich habe hier, glaube ich, zweimal abgenommen und zweimal zugenommen. Also eine ganz minimale Taillierung. Und dann eben runter. Und jetzt seht ihr, hier unten sind keine Nadeln drinnen, denn ich habe das Ganze auf ein Silikonseil gezogen, weil ich es jetzt mal ins Wasser gelegt habe. Einfach deswegen, weil ich gucken wollte, wie wächst das noch nach unten oder wächst das eher oder schrumpft es eher, aber es ist eigentlich so geblieben, wie es war. Und hier unten kommt dann auch noch mal ungefähr das hin. Ich werde nur das wahrscheinlich ein bisschen länger machen, vielleicht so 1,5 Mal so lang wie jetzt das hier. Und dann auch unten noch so in diesem Petrol oder Dunkeltürkis 2 Reihen oder beim Abketten dann diese Farbe verwenden, dass das eben identisch ist zu den anderen Bündchen. Ich habe es schon mal angehabt, also es finde, schaut gut aus. Also es ist so ein nettes Kleidchen, so mal für die Übergangszeit. Für den Sommer wird es ein bisschen zu warm sein, und für den Winter zu kalt, aber so die Übergangszeit kann man das mit Sicherheit gut anziehen. Und es reicht mir ungefähr, also so wie es jetzt ist, reicht es gut übers Knie, sonst 2 Zentimeter übers Knie und mit dem Bündchen dann ungefähr Mitte Wade, schätze ich mal. Aber ich denke, dass sich das vielleicht dann auch so ein bisschen noch in die Länge zieht, wenn man es dann trägt. Und dann, deswegen wollte ich es jetzt nicht zu lang strecken. Könnte aber auch sein, dass es sich in die Breite wächst durch die Wärme. Das gucke ich mal. Im schlimmsten Fall muss ich halt noch mal unten auftrennen. Aber ansonsten bin ich jetzt mit meinem Experiment Kleidstricken recht zufrieden und vielleicht werde ich auch mal noch ein richtiges Winterkleid anschlagen. Ah, eine Ergänzung noch. Die Wolle, die ich verwendet habe, ist Drops Cotton Light. Gibt es in ganz vielen Farben und ich habe es mit 4,5er Nadeln gestrickt. Die Wolle hatte ich alles zu Hause, bis auf diesen Beige-Ton. Da habe ich mir 2 Knäuel dazu gekauft. Der Rest ist alles aus meinem Vorrat, weil da wollte ich mal eine Decke davon häkeln. Und dieses Projekt ist nie verwirklicht worden. Aber so hat es jetzt auf jeden Fall die Wolle mal eine sehr schöne Verwendung gefunden. Ja, das war also mein Streifenkleid kurz vor der Vollendung. Und ja, was habe ich noch gestrickt? Ich habe im Urlaub fleißig gestrickt. Da habe ich einmal die Socken fertig gestrickt, aber die waren eigentlich relativ schnell fertig. Und dann habe ich mir als Urlaubsprojekt etwas vorgenommen und ich habe ja euch gefragt, was ihr gern sehen wollt von meinem Herbstprojekt und was euch da interessiert. Und es wurde das Streifenkleid sehr oft genannt und ein zweites Projekt wurde auch oft genannt und zwar war das der Rock. Der Rock heißt, oh Gott, Riohani, keine Ahnung, ich blende es euch hier ein, ist von Helga Isager entworfen und wird aus Fingerringgarn gestrickt und hat so eine Rippentextur. Ja, ich habe mir da noch Wolle bestellt, die hatte ich glaube ich letztes Mal nicht oder weiß es nicht. Das ist dieses Garn von Arvetta, also die Filcolana, das klassische Sockengarn mit 80% Superwash Merino und 20% Nylon in diesem wunderschönen Braunton. Und ja, dann habe ich angefangen zu stricken und bin jetzt soweit. Also man kann schon irgendwie erkennen, was es werden wird, wenn man viel Fantasie hat. Ich habe seit dem Urlaub nicht mehr dran gestrickt, also das lag jetzt einfach die ganze Zeit in der Tasche drinnen. Und ich habe hier oben ein umgeschlagenes Bündchen. Ja, das ist dann hier auch ist noch eine Sicherheitsnadel drin. Das heißt, da muss ich die Maschen dann noch festnähen, aber das Last ist offen gelassen, dass man hier ein Gummiband einziehen kann. Und dann geht es hier mit so einem, ja, sind so eine Art verkürzte Reihen und Zunahmemuster wird hier so an der Seite, ja, wie so eine Art Keil bisschen gestrickt, genau, und auch Maschen zugenommen und dass sich da diese typische Form ergibt. Ich hatte dann das irgendwie mal probiert im Urlaub, so gut es eben geht, und habe festgestellt, meine ursprüngliche Größe wird wahrscheinlich zu weit, also weil das sollte ja eher ein eng anliegender Rock sein. Und dann habe ich jetzt das so hingeschummelt,
weil ich keine Lust hatte, das wieder komplett aufzutrennen, dass ich einfach jetzt auf eine kleinere Größe geswitcht bin. Ja, ich hoffe, das funktioniert einigermaßen, aber ich denke schon. Was mich so ein bisschen stört, ist, dass das Maschenbild irgendwie ungleichmäßig ist. Ja, also ihr seht das hier und normalerweise habe ich mit Sockenwollgarn nicht das Problem, so ein krunkeliges Maschenbild zu haben. Also von dem her bin ich gerade tatsächlich wieder so ein bisschen am Überlegen, ob ich das ganze Stück nochmal auftrenne, das ganze Teil. Ich habe jetzt auch mal so gesehen, es gibt so ähnliche Röcke auch ohne diese komplizierte Keilform, sondern einfach nur mit glatt, mit so Rippenmuster. Und bin am Überlegen, ob mir das nicht besser gefällt. Und ja, was würdet ihr machen? Es ist halt immer so ein Hin und Her. Es schaut schon irgendwie gut aus, also an den Modellen zumindest. Ich weiß jetzt nicht, ob es zu meiner Figur passt. Ich bin zwar auch relativ schlank. Das wäre jetzt, glaube ich, nicht das Problem. Aber soll ich es nochmal aufmachen? Soll ich dann? Ich habe jetzt mit 3er Nadeln gestrickt. Ich bin mir sicher, wenn ich das mit 2,75er oder 2,5er Nadeln sogar stricke, dass es dann ebenmäßiger wird und das es wird dann zwar ein bisschen dichter, aber bei einem Rock, der ja doch blickdicht bitte sein sollte, also ich möchte ja nicht, dass man da mir zwischen die Beine gucken kann oder durch die also zu durchgucken halt, ja, aber ich habe halt schon so viel gestrickt. Ja, das ist mein ganzer Urlaub in Wolle. Ach ja. Gut, also es liegt jetzt einfach mal und ich habe gerade überhaupt keine Motivation dazu dran zu stricken. Ich weiß nur, mir würde dieser Rock würde mir gut gefallen, so ein Strickrock in diesem, in so einem Rippenmuster in dieser Form auch oder ja, in dieser Farbe auch. Ja, vielleicht renne ich nur auf bis also das kann ich das Bündchen ja lassen und dann einfach nochmal. Aber das ist ja auch schon, ach, naja. Ihr seht auch, es ist bei jedem Stricker oder so ist mal irgendwo, dass es halt nicht so läuft und manches dann nicht so wird, wie es soll und dann muss, hat man einfach dann auch solche, ja, Fehlschläge, Schicksalsschläge, Fehlschläge zu verkraften. Aber gut, ich schlafe jetzt noch ein bisschen und ich warte mal, was ihr mir dann so erzählt und dann gucken wir mal. Jo, gut, bin ich gerade irritiert gewesen, weil bei mir 5 Minuten anzeigt, denke ich, wieso 5 Minuten? Ich rede hier doch schon viel länger, aber klar, ich habe ja vorher eine Pause gemacht. Ja, gut. So, dann was, wo bin ich noch dran? An meinem Champagner-Cardigan. Den habe ich ja schon mal gestrickt in dunkelblau. Der wird gerade wieder ganz fleißig getragen. Der schwingt gerade eine Runde in der Waschmaschine, weil ich den, ja, auch die letzte Zeit oft getragen habe, wenn es so abends kühler war, mal so eben drüber. Und da wollte ich eben unbedingt noch eine zweite Verfassung haben. Die Anleitung ist von Petite Knit und ich stricke den in der zweiten Fassung aus der Tops Daisy. Das ist die hier. Ich glaube, das ist die Farbe Marzipan, wenn mich nicht alles täuscht. Heißt hier die Farbe 02. Ich glaube, dass es Marzipan war. Und dazu kombiniere ich ein Kitzel von auch von Tropps, das so ein bisschen einen Grauton hat drinnen. Das ist die Farbe, es war nicht Marzipan, das ist die Farbe 20. Marzipan war nämlich da aus. Aber ich finde so, dass das so ein bisschen gräulicher ist und das Helle gibt eine ganz schöne Melierung. Also bin ich da jetzt gar nicht so böse, dass es da nicht verfügbar war. Ja, und auch hier ist schon ein bisschen was vorwärts gegangen. Ich habe inzwischen die Ärmel abgetrennt und es geht jetzt an den Rumpf und dann, ja, dann geht es halt weiter an die Ärmel und dann natürlich die Blende vorne dran, die natürlich schon noch mal eine Mordsaufgabe ist, weil die dauert ja dann doch recht lang zu strecken. Aber ich freue mich, bin jetzt auch da recht fleißig dran, weil wie gesagt, ich mag die blaue Fassung furchtbar gern und ich denke mir, dass ich dann auch diese beigefarbene oder cremeweiße sehr, sehr viel tragen werde im Winter. Und die blaue ist ohne Mohairgarn und die ist jetzt mit Mohairgarn. Das heißt, noch ein bisschen mehr Kuschelfaktor drinnen. Ja, so viel dazu. Dann, ich muss mal ein bisschen spicken, dass ich nichts vergesse. Genau, meine Mustersocken habe ich auch vorangetrieben. Die waren auch auf der Liste, die habe ich vor. Ich glaube, letztes Jahr oder auch vielleicht vor 2 Jahren, da habe ich zum ersten Mal von Edna Wolle getestet.
Die habe ich mir damals aber auch gekauft mit irgendeiner Rabattaktion. Und da hat die Wolle ist die hier, die Tencel Ragi. Und von, da habe ich, ich habe schon mal Socken draus gestrickt. Da war ich dann noch etwas skeptisch, weil das eben ohne Plastik ist, also mit Tencel statt. Also 75% Wolle, 25% Tencel. Habe ich mir gedacht, ah, ich weiß nicht, ob das sich so gut hält. Und ich mag die Socken unglaublich gern. Das ist ein bisschen dickeres Garn, also eher so ein Sechsfachgarn. Aber die kann man auch super in Schuhen anziehen. Also ich mag die total gern, die Socken. Und die werden rauf und runter getragen. Und die sind noch einwandfrei. Also obwohl da kein Plastik drin ist, halten sie sich wunderbar. Und deswegen möchte ich jetzt auch diese Mustersocken, die ich da dann ziemlich bald danach angefangen habe und die dann liegen geblieben sind, fertig machen. Und die haben hier so ein wunderschönes kleines Zopfmuster drin. Ja, also. Und das ist dann hinten eine Ferse, die habe ich auch nach Anleitung gemacht. Das weiß ich nicht mehr, wie die gegangen ist, weil das hatte ich schon. Also ich habe nach der Ferse habe ich jetzt dann neu angefangen, also ungefähr da und bin jetzt bei der Spitze. Also denkt ihr, der erste Socken wird sicherlich morgen fertig. Das ist gerade mein Nachmittagsprojekt zum Kaffee trinken. Und ja. Die Anleitung ist aus dem Buch 52 Weeks of Socks. Und das ist die Anleitung Nummer 5 und die heißt Unity. Und die Dame, die die entworfen hat, heißt Nina Tanskanen. Also eine sehr, sehr schöne Anleitung. Man kann die, ich weiß auch leider nicht mehr, ob ich die jetzt einfach, ob die jetzt für Sechsfachgarn ist, also ob das angepasst ist oder ob ich das umgemünzt habe. Ich glaube aber, dass sie tatsächlich für Sechsfach-Sockenwolle ist, also dass ich da auch die Originalgröße aus dem Buch habe. Aber mein, gut, wenn man das Muster, da ist ein Chart dabei und wenn man das so sieht, kann man das sicherlich auch auf eine Vierfach-Sockenwolle ummünzen und dann einfach auch mit anderer Garnstärke das gut draus stricken. Man muss eben nur darauf achten, dass der Teiler des Musters, dass man da irgendwie hinkommt, dass man da eben keine blöden Übergänge hat. Ja, und wie gesagt, ich mag die Tencel Ragi furchtbar gerne und deswegen taucht sie auch später noch mal bei meinen Einkäufen auf. Jo, und ich habe noch mal etwas auf den Nadeln. Genau, und zwar habe ich noch mal von Edna habe ich freundlicherweise ein Paket zugeschickt bekommen und ich do oder durfte eine Anleitung und eine Wollqualität testen. Und die haben ja neue Qualitäten Richtung Merino und Alpaka. Und da konnte ich mir was aussuchen. Und ich habe mir dann diesen Cardigan hier ausgesucht. Also so eine richtig schöne Kuscheljacke. Weil man gedacht hat, so Jacken oder sowas kann man immer gut brauchen, so zum Drüberziehen. Und das Paket wurde mir dann zugeschickt mit der Wolle, die ich da zur Verfügung gestellt bekommen habe, samt Anleitung. Und ich habe auch schon begonnen und bin jetzt an einer bisschen blöden Stelle. Aber jetzt zeige ich euch erstmal die Wolle. Das ist die Wolle. Das ist die Brushed Alpaka. Und ihr seht schon, die ist sehr, sehr flauschig und auch relativ dick. Also das Ganze wird mit 6er Nadeln gestrickt. Ach, die Nadeln habe ich eigentlich nie dazu gesagt, gell? Wenn es interessiert, welchen, also ich glaube, den Champagner-Cardigan stricke ich auf jeden Fall mit 4,5er Nadeln und die Socken mit 2,75, wenn mich nicht alles täuscht. Irgendwo war es mal noch dran gestanden bei der Nadel, aber meistens verläuft sich das ja immer so. Aber ich denke, bin mir ziemlich sicher, dass das 2,75er Nadeln sind. Gut. Und wie gesagt, diesen Cardigan da, der Vienne heißt, Vienne Cardigan, also wie Wien auf Englisch, der wird mit Nadelnummern 6 gestrickt und das sollte dann auch entsprechend schnell gehen. Ich habe jetzt hier den angefangen und ihr seht, das ist schon eine ganz wilde Struktur, die sich da ergibt aus der Wolle. Aber auch interessant, finde ich. Ah, also das ist, glaube ich, auch gerade relativ modern. So ist eine sehr, also dieser Flauschoptik da verzeiht natürlich auch, wenn mal das Maschenbild nicht so gerade ist. Das kriegt man ja gar nicht gerade hin. Und
Ja, das wird das Rückenteil und hier habe ich jetzt, darum habe ich gesagt, ungünstige Stelle. Ich habe gerade eben das Vorderteil aufgenommen und habe das und stricke das jetzt eben hier ran, bis es dann die gleiche Länge hat und dann auf der anderen Seite genauso und dann wird das verbunden. Also es macht zum Stricken Spaß. Es ist am Anfang ein bisschen ungewohnt, weil eben der Faden da so ein bisschen ungleichmäßig ist, aber man gewöhnt sich dann schnell dran und dann geht es auch ganz gut. Wo ich ein bisschen unglücklich bin, ist die Farbe. Ich habe mir gedacht, das ist grau, aber das ist hier irgendwo gar nichts. Die Farbe 01. Also sie ist jetzt nicht schlecht, die Farbe, ja. Also aber sie kann sich irgendwo nicht entscheiden, ist jetzt eher braun oder grau. Also das ist so undefinierbar Schlamm, würde ich mal sagen. Ja. Ich hätte halt gern so ein schönes Grau gehabt. Aber gut, man kann nicht alles haben. Und wie gesagt, eingeschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Ich mache das jetzt und dann bin ich so ein bisschen am Überlegen, vielleicht wandert die Jacke dann auch weiter an zu meiner Tochter, wenn es der gefällt, wenn sie sowas anziehen möchte. Und dann kann ich mir ja noch eine in einer anderen Farbe stricken. Gut, und wenn ihr auch bei Aetna einkaufen wollt, habe ich noch einen Rabattcode bekommen, der allerdings jetzt nur bis zum kommenden Montag, dem 30.09.24 noch gültig ist. Und zwar bekommt ihr 30% auf euren Einkauf, wenn ihr den Rabattcode Wolliges Geplauder eingebt. Wolliges Geplauder, alles großgeschrieben und zusammengeschrieben. Ja, und wenn ihr das Video später schaut, was wahrscheinlich viele von euch machen, weil ich war heute ist da, ist heute der 28. genau und schon spät am Abend. Ich weiß nicht, ob ich es heute noch alles hochladen bringe. Ich denke morgen aber sicher. Es gibt bei Aetna immer wieder so Rabattaktionen. Vielleicht dann einfach, wenn man sagt, man möchte Wolle kaufen, würde ich euch einfach den Tipp geben, so ein bisschen zu warten. Und irgendwann kommt dann bestimmt wieder eine Rabattaktion, wo es dann eben 20% oder irgendwie auf die Wolle gibt. Gut, ja, das waren jetzt schon meine fertigen Projekte. Also vieles in Arbeit und ich muss gucken, dass ich überall dran weiterarbeite und ich werde auch an allem weiterarbeiten. Das ist jetzt so geplant, bis auf der Rock. Da bin ich jetzt noch ein bisschen unschlüssig, wie sich der weiterentwickelt. Und was habe ich geplant? Weil der Streifenkleid, das ist ja demnächst fertig. Dann habe ich da irgendwo wieder eine Projektschiene frei. Ich möchte auf jeden Fall einen Karl mitmachen und den habt ihr vielleicht auch schon mitbekommen. Das ist jetzt gerade der große Hype gewesen, die letzten Tage oder seit dem letzten Wochenende und zwar von der lieben Sharon von Kleinigkeitenliebe, heißt glaube ich ihr Kanal. Schaue ich auch sehr, sehr gern. Total sympathische Frau, die unglaublich kreativ ist und ganz viele Sachen macht, was mit Garten und was Bücher vorstellt und eben auch näht und ganz tolle Anleitungen auch designt. Und die hat jetzt so eine schöne Wickeljacke herausgebracht. Und eine Wickeljacke wollte ich mir eh mal stricken, weil ich das eben sehr gerne mag, so diese Optik. Und diese Wiesenblume-Wickeljacke, das hat mich jetzt, haben wir gedacht, ja genau, da könntest du ja mitmachen. Und ich habe mich jetzt mal zu dem Karl damit angemeldet, habe zunächst gedacht, ich nehme Wolle von Aetna, weil ich auch noch einen. Und habe dann fleißig bestellt. Natürlich, wie immer, wenn man was bestellt, dann hüpft viel zu viel. Und zwar wollte ich eigentlich genau in dem gleichen Braun wie die Socken, wollte ich mir diesen Cardigan stricken, weil ich denke, man gedacht, so, das ist eigentlich schon auch für ein Oberteil kann man die wunderbar nehmen. Also die ist nicht kratzig und verstrickt sich ganz toll. Aber ja. Irgendwo haben dann da alle von der Semilla Melange. Heißt sie, glaube ich, genau von BC Garn geschwärmt und dass da die Maschenprobe auch so toll passt. Und bei der Jacke kommt es tatsächlich auf eine exakte Maschenprobe hin, kommt es drauf an. Und die gab es in so einem wunderbaren Rostton. Und dann gab es noch einen Rabattcode und da hat man mich dann gehabt. Also da habe ich dann, ja, da habe ich halt dann nochmal Wolle bestellt, die jetzt allerdings noch nicht da ist. Also da muss ich noch ein bisschen drauf warten. Und wenn die dann da ist, möchte ich da dann anfangen und dann diese Jacke da stricken und aus der stricke ich dann irgendwas anderes. Also könnte ich mir auch vorstellen, irgendwie einen Cardigan aus dem Braun oder auch vielleicht einen Pulli. Also ich finde es eine sehr, sehr tolle Farbe auch. So, was habe ich noch dazu? Ich habe noch die Tänzelragi in Grau, weil ich dachte, vielleicht so für Mützen oder sowas oder Handstulpen. Und dann habe ich sie noch in diesem
Senf. Wobei, nee, die habe ich, oder nee, die habe ich schon gehabt. Genau, die habe ich einfach nur da reingepackt, weil ich die hatte ich schon von meinen Socken. Und dann wollte ich noch eine andere Qualität austesten. Das war die Alpaka Silke. Die finde ich auch toll. Das ist also sehr, sehr weich. In einem Grün und in so einem Beige-Ton. Und da möchte ich mir vielleicht so kleine Halstüchlein strecken. Das ist ja jetzt gerade auch ganz, ganz in und auch sehr praktisch, finde ich. Und ja, und da die sehr weich ist, bestimmt auch für sowas gut geeignet. Ich habe schon mal den Sophie Scarf von Petit Knits gestrickt, mit dem ich war ich aber nicht ganz so glücklich, weil ich finde, durch das Rippenmuster zieht der sich beim Binden so arg in die Länge. Vielleicht lag es aber auch an der Wolle. Ich hätte gern irgendwo was gestrickt, wo man eben nicht von rechts nach links, sondern von oben nach unten oder von unten nach oben strickt. Irgendwie so. Dass sich das halt besser in Form hält. So, das ist der Gedanke dabei. Ja, das habt ihr meine Wolleinkäufe gesehen. Und meine geplanten Woll- oder meine, ja, mein Wolle, meine Wolle unterwegs. Genau. So, was möchte ich noch stricken? Ich möchte noch stricken den roten Ranunculus. Den möchte ich auf jeden Fall von den Herbstprojekten noch fertig bringen. Und dann den Renaissance-Sweater auf jeden Fall anfangen. Denn bevor ich dann eben in die Winterperiode wechsle, dann werde ich mir wieder so ein paar Projekte überlegen, was ich im Winter stricke. Und dann eine neue Liste erstellen und dann auch ein passendes Video dazu machen. So ist zumal der Plan, weil ich glaube, das finde ich ganz praktisch. Und ich habe jetzt auch immer, wenn ich so gedacht habe, oh, was könntest du jetzt stricken, habe ich auf die Liste geguckt und irgendwas hat mich dann schon angesprochen und mir gedacht, ja gut, da könntest du jetzt weiter dran stricken. Gut, ja. Also soweit zu meinem Gestrickten. Dann würde ich euch noch ein kleines bisschen von meinem Urlaub in Albanien erzählen. Wir waren dort 2 Wochen. Sind hingeflogen nach Tirana, haben ein Auto gemietet und haben einfach dann so eine Art Rundreise gemacht. Hat alles wunderbar funktioniert mit Auto, mit Flug und so weiter. Und ja, das Land hat mir sehr, sehr gut gefallen. Der Urlaub war toll. Wir hatten nicht immer Glück. Also es gab manche Sachen, wo nicht ganz so perfekt waren. Aber das ist halt manchmal auch so. Also was war nicht so perfekt? Genau, unsere erste Unterkunft, die war zwar sehr schön, also einwandfrei, überhaupt die Unterkünfte dort total toll. Also sie sind sehr günstig, meistens ziemlich neu, die Leute unglaublich freundlich und hilfsbereit. Also richtig toll, aber das war in so einem, etwas, wo ich überhaupt nicht gerne Urlaub mache. Also jeder Mensch ist anders, also wenn ihr das so in sowas gerne mögt, gerne, also das ist kein Problem. Aber für mich ist das absolut der Horror. Deswegen war der Strand, hat bei mir auch den Namen der Strand des Grauens bekommen. Weil, ja, es waren halt viele große Häuser, meistens mit Hotels oder Fernanlagen drinnen. Super Infrastruktur natürlich, man hat ganz viel zum Essen bekommen, überall was zum Trinken und alles wunderbar. Aber der Strand war halt mit Liegestühlen eng an eng bestückt und liegen. Und es war ein schöner Sandstrand, ging flach ins Meer rein. Das Meer war aber viel zu warm. Und weil es sehr flach reinging und da es Sand war und ganz viele Leute reingegangen sind, war es halt nur so eine braune Brühe. Und es war unglaublich viel los. Ich hätte mich einfach besser schlau machen sollen vorher und dann einfach diesen Strand, also bei Duresh, so heißt die Stadt, das ein bisschen meiden sollen. Also bin ich selber schuld, ich beklage mich auch gar nicht. Ich habe nur irgendwo, haben wir gedacht, boah, wo ich das gesehen habe, gedacht, so gut, dass wir ein Mietauto haben und dann irgendwo uns woanders hinfahren können. Ja. Das haben wir dann auch gemacht, ja. Also wir haben dann, wir waren dort eh nur 3 Nächte und haben dann einen Ausflug gemacht in eine schöne Lagune. Dann haben wir uns Duresh angeschaut. Es hat auch einen Tag geregnet. Also es war alles kein Problem und ich musste da jetzt keine 2 Wochen dort Urlaub machen. Wir sind dann in den Süden gefahren und dort haben wir genau das Gegenteil erfahren. Wir waren dort an traumhaften Stränden. Strände mit türkisem Wasser, mit völlig allein zum Teil, also mit Süßwasserquelle am Strand, was super praktisch ist. Da kann man sich dann gleich das Salzwasser vom Leib waschen. Anderer Strand, der war ein bisschen belebter, da gab es dann auch eine kleine Kneipe, wo man mal was trinken konnte. Also wunderbar und ja, traumhafte Gegend und ja, so wie man sich das halt vorstellt. Dort habe ich mir, das war der zweite negative Punkt von meinem Urlaub, habe ich mir allerdings einen Magen-Darm-Virus eingefahren. Also es ging, ich glaube gar nicht mal, dass es vom Essen und vom Trinken war, sondern ich schätze irgendwo vielleicht auf einer Toilette. Mein Freund, der hat sich dann auch angesteckt an mir, also ich habe es an ihm weitergegeben, sodass erstmal ich 2-3 Tage dran gelegen bin und als es mir dann wieder besser ging, hat er dann angefangen.
Ja, das war ein bisschen schade und hat uns so ein bisschen außer Gefecht gesetzt, sodass wir dann gar nicht so viel anschauen konnten, wie wir eigentlich geplant hatten. Und wir sind dann von diesem wunderschönen Strand im Süden sind wir dann übers Landesinnere gefahren. Und da normalerweise hätte ich mir da vielleicht noch irgendwo einen Zwischenstopp gemacht und mehr angeschaut, aber mir war es da so elend. Es war, ich hab mich so geärgert, weil es war so eine tolle Landschaft und so wunderschön einfach da durch zum Fahren. Aber es waren halt von 10 Kilometer, gingen 9, waren solche Kurven und ging rauf und runter. Und wenn es einem eh schon so latent übel ist, dann war das echt die Hölle. Und mein Freund musste, glaube ich, alle 20 Kilometer anhalten, weil ich es nicht mehr ausgehalten habe und ich dann einfach nur draußen nach Luft geschnappt habe und irgendwo mich wieder generiert hat. Und ihm war es schon immer ganz anders, weil ich mit der Spucktüte nebendran gehockt bin. Ja, aber irgendwann sind wir dann angekommen an dem Oritsee. Wunderschöner See im Landesinneren und dort haben wir dann ja, erstmal eine Zeit auch am Strand verbracht. Wir haben ein bisschen die Gegend angeschaut. Ich war auch eine Wanderung gemacht. Wir sind ins Landesinnere gefahren und ja, mit diesen Aussetzern von uns beiden war dann leider der Urlaub schon ziemlich vorbei und eigentlich wollten wir noch in den Norden fahren. Das haben wir dann gecancelt. Wir sind dann eher noch mal länger an dem See geblieben und haben uns dann in Tirana noch eine Nacht aufgehalten, haben Tirana noch angeschaut und ja, dann sind wir nach Heim geflogen. Also der Norden, der ist von mir noch nicht entdeckt worden, wobei der besonders schön sein soll. Aber was nicht ist, kann ja noch werden und vielleicht mache ich da mal eine Wanderreise hin, was vielleicht eh Sinn macht, dann allerdings ohne Mann, weil der wandert nicht gerne. Aber ich glaube, da würde ich dann wirklich auch gerne laufen und mir zu Fuß die Gegend anschauen. Ja, ansonsten wirklich ein tolles, ein empfehlenswertes Urlaubsland mit wirklich freundlichen Menschen. Die Männer sind dort ein bisschen machohaft, finde ich. Also ja, so, aber gut, man kann damit leben. Und ja, ein paar Dinge, was uns fasziniert haben, vielleicht noch so, waren die Bunker. Dafür ist Albanien ja berühmt. Also der Enver Hoxha, der Diktator dort, der hatte unglaublich Angst, angegriffen zu werden von der NATO, zum Teil auch von der Sowjetunion, glaube ich sogar. Also der hat sich so ein bisschen so ein bisschen isoliert war. Und er hat ganz viele Bunker bauen lassen. Es gibt bei Tirana Bunkerart, das ist eine ganz große Bunkeranlage. Da gibt es zwei Ausstellungen. Eine haben wir uns angeschaut, wo auch so ein bisschen die Geschichte von Albanien dargestellt ist. Und es ist eine unglaublich große Anlage und wo dann eben auch Räume für den Diktator dann vorgesehen sind mit Schlafzimmer und was weiß ich alles drinnen. Und Wohnzimmer eben so im Stil der 50er Jahre Sowjetcharme ungefähr. Also sehr interessant zum Anschauen. Aber man findet auch, wenn man übers Land fährt, überall Bunker. Und zwar, wo ich mir denke, warum steht jetzt hier ein Bunker? Da ist weit und breit kein Ort. Wer soll da in diesen Bunker reinsitzen? Und dann sind das so, ich sage immer so, ein Personenbunker. Also der hat vielleicht eine Quadratmeterfläche von 3, 4 Quadratmetern. Steht da einfach rum, vermodert da in der Landschaft. Aber man findet die einfach total oft. Viele sind wohl auch genutzt worden dann. Also es gab, also heute gibt es, glaube ich, für 11 Einwohner Albaniens gibt es einen Bunker. Also steht noch ganz viel rum und damals gab es noch deutlich mehr Bunker. Ja, ich weiß auch nicht, also gut für einen Angriff, Bombenangriff von oben, aber wenn es ein Atomangriff ist, ich weiß nicht, woran der gedacht hat, dann möchte ich auch nicht in so einem 3 Quadratmeter Bunker sitzen und gucken, wie um mich herum die Welt untergeht. Also ja, aber gut, der wird sich schon was dabei gedacht haben. Ich fand es sehr interessant. Und was ich auch noch sehr interessant war, fand, ich habe noch nie in meinem Leben so viele Autowaschanlagen gesehen. Also die Albaner legen großen Wert, also vielleicht hören mir ja Albaner zu und können mir das mal ein bisschen erklären. Da wäre ich sehr, sehr neugierig drauf, wenn ihr da ein bisschen Einblicke hättet oder Leute aus Albanien in der Verwandtschaft habt. Es ist auch gar nicht böse gemeint, ich mache mich da auch gar nicht drüber lustig. Ich fand es nur einfach unglaublich faszinierend. Und darum fährt man ja in ein anderes Land, dass man so etwas sieht und dass man so etwas wahrnimmt und auch erlebt. Also die Albaner legen großen Wert auf ihre Autos. Das habe ich irgendwo festgestellt. Sie haben oft große, schicke Autos auch und das ist ihnen sehr wichtig. Und die Autos werden sehr gepflegt und deswegen gibt es überall Autowaschanlagen. Also ich habe gefühlt, wenn an einem Ort 10 Häuser waren, waren mindestens 5 bis 6 davon eine Autowaschanlage. Lavaz heißt das dann. Und es war einfach, also halt einfach ein Hochdruckreiniger und dann haben die einfach die Autos da gewaschen. Und irgendwo muss das Modell ja funktionieren. Also die müssen ja irgendwo ihr Geld damit machen, weil wenn es das nicht gäbe, oder wenn es kein Geld bringen würde oder wenn es sich nicht lohnen würde, würden es die Leute ja nicht machen. Aber ich fand das echt
unglaublich interessant und dass da eben in jedem, wenn man irgendwo so gefahren ist, in jedem Ort eine Autowaschanlage, ein Autowaschbetrieb neben dem anderen ist. Das war schon sehr interessant. Und die Auto, also die Fußgängerregeln fand ich auch sehr, sehr lustig. Und so hat man erklärt, parken kann man überall. Ja, habe ich auch gedacht, ja, okay, machen die auch. Also die fahren rechts ran, Warnblinkanlage rein und das Auto ist geparkt. So zumindest mal, wenn man schnell mal essen gehen will oder irgendwas holt. Und als Fußgänger, man schaut nicht nach rechts und links und wartet, bis die Straße frei ist, weil sonst würde man dort noch 8 Wochen stehen, sondern man läuft einfach los. Muss man auch wissen und man braucht ein bisschen Mut am Anfang. Haben wir am Ende dann auch gemacht und tatsächlich die Autos halten an. Also man hat, glaube ich, als Fußgänger tatsächlich dort Vorfahrt. Also hat bei uns mal immer funktioniert. Und wir haben auch immer geguckt, wenn wir vorgefahren sind mit dem Auto natürlich, wenn jemand an der Seite gestanden ist, muss man damit rechnen, der läuft jetzt über die Straße. Und das war, also es ist schon ein sehr interessantes Land und hat uns einfach gut gefallen und einfach so, ich mag ja gern solche Eindrücke aus dem Land mitnehmen und ein bisschen abseits von den Touri-Pfaden und finde das einfach immer unglaublich spannend. Jo, damit bin ich jetzt am Ende und ich hänge euch ein paar Bilder aus Albanien hinten dran. Könnt ihr noch ein bisschen gucken, wenn ihr wollt. Und wir sehen uns wieder, ich schätze mal, in den Herbstferien, also Ende Oktober, Anfang November. Da werde ich sicherlich wieder ein neues Video aufnehmen. Bis dahin, klappert fleißig mit den Nadeln, lasst keine Maschen fallen, bleibt gesund oder werdet gesund. Gerade sind ja ganz viele krank. Und ja, bleibt auf jeden Fall guter Dinge und guter Laune. Bis dann, tschüss, eure Jenny.